Weiter im Programm. Wir haben jetzt eine Bachelorarbeit für euch von der Viktoria Neu. Viktoria studiert im Mastersemester Intermedia Design und sie will ihr Bachelorprojekt Jungle of Mind genannt. Möchte sie uns vorstellen, das ist eine interaktive Meditationsübung. Hört sich jetzt erstmal ein bisschen, weiß ich nicht an, aber echt coole Sache. Müsst ihr euch mal angucken, sie wird es euch super präsentieren und Film ab auf jeden Fall. Wir freuen uns. Hi, ich bin Vicky, ich studiere im zweiten Mastersemester Design an der Hochschule Trier und ich stelle euch heute meine Intermediate Design Bachelorarbeit Jungle of Mind vor. Jungle of Mind ist eine interaktive Meditationsübung in Form eines dynamischen Dschungels. Interaktiv bedeutet hier nicht einfach nur, dass man dazu aktiv entspannen und meditieren kann, sondern dass die Hirnwellen des Nutzers direkt die Umgebung des Dschungels beeinflussen und ihn verändern. Mit steigender Entspannung verwandelt sich der Dschungel und spiegelt so den aktuellen Meditationszustand des Nutzers wider. Das Ganze funktioniert mit diesem Headset, das ist das NeuroSky MindWave Mobile 2. Und zwar hat es zwei Sensoren, einer hier, der kommt an die Stirn, einer kommt ans Ohrläppchen. Und damit können die elektromagnetischen Hirnwellen des Trägers ausgelesen werden, interpretiert und dann per Bluetooth an Rechner oder ein Smartphone gesendet werden. Das Ganze sieht dann so aus. Ohrringe sind suboptimal. Der Headset-Hersteller NeuroSky stellt einige Apps bereit, um die Hirnwellen sichtbar zu machen. Hier kann man verschiedene Ausschläge erkennen, die Frequenzbereiche, sowie einen Parameter für Konzentration und Meditation. Dieser bereitgestellte Entspannungsparameter wurde auch von mir genutzt, um den Jungle of Mind in Echtzeit zu beeinflussen. Wenn der User den Jungle of Mind betritt, befindet er sich in einer zunächst eher düsteren Dschungelumgebung, da das Entspannungslevel zum Einstiegszeitpunkt meist noch nicht sehr hoch ist. Eine lineare Kamerafahrt führt durch die Flora des Waldes. Die einzige Interaktion mit dem Jungle of Mind besteht durch die Entspannung selbst und die so generierte Hirnaktivität. Ergänzt wird die Meditationsübung durch ein dezentes Interface, das nur aus zwei Elementen in der Mitte des Screens besteht. Das Lichtobjekt im Zentrum dient als Fokuspunkt, auf den man sich während der Praxis konzentrieren kann, wenn man möchte. Er verbildlicht zusätzlich auf abstrakte Weise das Meditationslevel. Nimmt die Entspannung zu, beginnt er zu leuchten, strahlt immer intensiver und wirkt lebendiger, je weiter der Meditationsprozess fortschreitet. Um die Leuchtkugel herum zieht sich ein weiß konturierter, pulsierender Kreis, der eine zur Entspannung empfohlene Atmung vorgibt und dessen Größe sich im 4:6 Atemrhythmus verändert. Der Kreis vergrößert sich also 4 Sekunden lang, man atmet 4 Sekunden ein und verkleinert sich dann wieder in 6 Sekunden. So lange wird ausgeatmet. Durch die verlängerte Ausatmung in dieser Geschwindigkeit wird das vegetative Nervensystem beruhigt und die Herzfrequenz wird mit dem Atemrhythmus synchronisiert, was maßgeblich zur Entspannung beiträgt. Spannend ist vor allem die Verknüpfung des Gesehenen mit der Resonanz des Gehirns darauf. Da die Hirnaktivität ständig Einfluss auf das virtuelle Umfeld nimmt, entsteht sozusagen eine sich gegenseitig beeinflussende Feedbackschleife zwischen der Wahrnehmung und der Reaktion des Gehirns darauf. Dadurch ist sogar ein gezieltes Training der Entspannungsfähigkeit möglich. Das Ganze nennt sich dann Neurofeedback. Dazu erzähle ich später mehr. Thank you.
wird über einen bestimmten Zeitraum ein Entspannungslevel von über 80% gehalten, erreicht der User als Belohnung den finalen Zustand des Jungle of Mind. Die greifbare Umgebung des Dschungels löst sich auf und die übernatürliche Optik begleitet die Meditation weiter. Kern dieser Anwendung ist die Technik des Neurofeedbacks. Normalerweise können wir nämlich die Funktion unseres Geistes, also Entspannung oder Konzentration, nicht direkt steuern. Das übernimmt unser Gehirn direkt für uns. Mithilfe von Neurofeedback kann diese Selbstregulierungsfähigkeit aber trainiert werden. Indem es ein Feedback bei positiven oder negativen Veränderungen gibt, kommt es zu einer Rückkopplung zwischen der Hirnaktivität und der Wahrnehmung und so ist eine Optimierung der Hirnströme möglich. Da ich monatelang im Jungle of Mind trainiert habe und meine Anwendung natürlich auch testen musste, kann ich ganz klar sagen, dass das wirklich funktioniert. Also man hat nach einer gewissen Zeit einfach so ein Gefühl dafür, wie sich Entspannung im Kopf anfühlen muss. Und dann kann man wie so einen Schalter umlegen und sich ganz bewusst entspannen. Die Umsetzung des Jungle of Mind erfolgte mit Blender, womit ich die 3D-Objekte erstellte, Procreate, um die Texturen dafür zu zeichnen, und Touch Designer, um den ganzen Spaß dann fertigzustellen. Per Open Sound Control werden die Daten des EEG-Headsets in das Programm übertragen. Hier lassen sich die benötigten Parameter dann abgreifen, umrechnen und einsetzen, um alle möglichen Modifikationen der Dschungelumgebung in Echtzeit zu beeinflussen. Vorstellen kann man sich das Ganze im Prinzip wie eine Realtime-Audiovisualisierung. Nur, dass die Visuals nicht vom Bass und den Audiofrequenzen gesteuert werden, sondern von den elektromagnetischen Wellen unseres Gehirns. Die Frequenzen liegen hier zwischen nur 0,1 und etwa 30 Hertz. Im Vergleich dazu reicht das Frequenzspektrum im Audiobereich bis zu einem vielfachen Kilohertz, also mehreren tausend Hertz. Auch in meiner anstehenden Masterarbeit möchte ich mich gerne mit Neurofeedback auseinandersetzen. Ich würde gerne ein hirnwellengesteuertes Spiel entwickeln, das die Konzentration trainiert und bei Kindern mit ADHS eventuell als Therapiemethode eingesetzt werden könnte. Falls also wer einen Informatiker kennt oder sogar einer ist, der Lust hat, das spannende Thema mit mir anzugehen und da Bock hat, ein Projekt zu machen, dann meldet euch bei mir über meine Mail oder mein Instagram. Danke für eure Aufmerksamkeit, ganz viel Spaß bei den anderen Beiträgen und Namaste!